Heute bei mir zu Gast Karl-Heinz Riedle. Kalle, kannst du losgehen? Ja, sehr gerne. Aber zuerst nehmen wir noch ein Käffchen, oder? Sehr gerne. Kalle, was nimmst du denn eigentlich? Was hättest du gern? Du, normalerweise eigentlich Espresso, aber heute nehme ich mal einen Cappuccino. Gute Wahl, ich bleibe aber beim Kaffeecreme. Bist du eigentlich ein richtiger Kaffeetrinker? Also trinkst du viel Kaffee? Relativ viel. In meinem Alter musst du ja ein bisschen mehr Kaffee trinken, dass du wieder aufwachst. Nee, aber ich bin, seit ich in Italien damals gespielt habe, bei Lazio, seitdem bin ich eigentlich passionierter Kaffeetrinker. Also brauchst du es wirklich, um zu starten morgens? Ja, wie gesagt, normalerweise nur mit Espresso, aber ab und an dann auch mal ein Cappuccino. Okay. Das ist aber heute nicht wirklich unser Thema, sondern ich möchte mit dir so ein bisschen darüber reden, über das Thema Instinkten folgen. Ah, siehst du wohl. Dankeschön. Dankeschön. Und für mich bist du da genau der richtige Ansprechpartner, weil für mich hast du immer als Instinktfußballer gegolten. Du hast nicht lang gefackelt, sondern einfach das gemacht, was dir eingefallen ist. Kommt das so in etwa hin? Würdest du dich so auch beschreiben, ja, zumindest auf dem Platz? Ich glaube, kann man das so beschreiben. Also ich war sicher nicht der, wo die meisten taktischen Anweisungen befolgt hat. Ich habe vieles aus dem Bauch rausgemacht. Und von dem her gesehen, kann man das wahrscheinlich schon so sagen. Champions League Finale 97, 2 Tore. Ist das etwas, wo du immer wieder drauf angesprochen wirst in der Welt? Ja klar, mittlerweile, die haben ja alle die ganzen Social Media Möglichkeiten und sehen natürlich auch die ganzen Clips von früher und auf das werde ich natürlich oft angesprochen, aber natürlich auch auf andere Sachen, auf unsere Erfolge hier und jetzt auf die Mannschaft speziell im Moment. Also, wie gesagt, verschieden kann man es nicht. Du hast mal erzählt, du hast in der Nacht vor diesem Spiel tatsächlich von den Toren geträumt. Also ist es das Spiel in der Karriere, wo du gesagt hast, eigentlich wusste ich ja schon, was passiert. Ich kann mich jetzt einzig und allein auf mein Bauchgefühl verlassen, wann dieser Moment ist, wo ich eben da hochsteigen muss und einigen muss. Ja gut, ich habe jetzt nicht geträumt, genau die Situation, aber ich habe wirklich geträumt, dass ich irgendwie 2 Tore mache. Ich war dann auch klitschnass irgendwann morgens um 3 im Bett liegen. Und, wie, das hat dich so gestresst, also 2 Tore? Nee, aber irgendwie, klar, du bist da voll mit drin und dann passiert es natürlich am nächsten Tag. Aber es war sicherlich, würde man sagen, eins der Spiele, wo ich mir jetzt im Nachhinein auch einfach nur an viele Sachen erinnern kann, weil es allein das Warmachprogramm, das war wie, wir liefen im Prinzip wie in Trance auf und das war, ja, jeder wusste natürlich um seine Chance, um die Bedeutung von diesem Spiel und von dem her gesehen war das sicherlich das Spiel auch in meiner Karriere. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen löchern und zwar eine kleine Schnellfragerunde mit dir machen. Okay? Einfach mal ganz aus dem Bauch heraus, einfach was der Instinkt dir sagt, einfach rausfeuern. In Ordnung? Ja, okay. Ich probiere es. Kaffee to go oder vor Ort trinken? Vor Ort trinken. Selber kochen oder kochen lassen? Selber kochen. Oh, da muss ich noch mal später. Ja, sehr gut. Sardinien oder Seychellen? Ja, da gibt es nur ein Sardinien natürlich. Sonnenbrille oder Skibrille? Skibrille. Golfball oder Fußball? Mittlerweile mehr Golfball, aber natürlich Fußball. Ja, durfte ich auch schon erleben. Und Cabrio oder Kombi? Eher Kombi. Ja, du, mit 2 Hunden, da nützt ein Cabrio relativ wenig. Da brauchst du natürlich dann schon Platz. Okay. Dann, Kalle, sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder auf dem Käffchen.